Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 164. Mann, mittlerweile viele Folgen. Holy shit, Alter. Dass wir echt so 200 Folgen machen, hätte ich damals nicht gedacht. Gut, hätte ich aber bei Minecraft Let's Play auch nicht gedacht. Schon krass, wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn ich mal bedenke. Pro Tag eine Folge. Lass uns loslegen. Wie viele Tage das also schon sind? Holy shit. Das ist krank. Auch eine sehr schöne Gegend hier. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Wie viel kriegen wir eigentlich? Ach da, 20.000. Alter. Ja, ich hoffe jetzt mit dem Auftrag gerade mal so die 130.000 zu erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir brauchen für einen weiteren LKW. Aber normalerweise so um die 100, 150. 150. Was? 150.000 Euro. So. Muss man dann mal gucken, was für ein LKW wir uns eigentlich holen wollen. Wie teuer der wird. Aber wir haben echt wenig Geld verdient in den 4 Folgen bisher. Ist ja schon ein bisschen armselig. Gut, am Anfang, dieser schnelle Auftrag, der war ja natürlich nicht sehr erfolgreich. Also, da kriegt man allgemein nicht so viel, gerade weil das auch kein so weiter war. Aber vorhin halt wieder das Abschleppen und den LKW reparieren. Das war auch noch mal weit mehr als 10.000. Immer geradeaus. Schon alles ganz schön kacke. So kannst du keine Firma führen. Ha? Leute wie ich gehen in den Ruhestand.
rechts halten. So, habe ich jetzt hier nicht wieder 80 fahren? Na. Das ist eine Autobahnauffahrt, aber nur. Biege nach links ab. Von weg. Immer geradeaus. Wäre ich doch bloß über Tankfläche gefahren. Ah, ich habe kurz überlegt. Scheiß Ampel. Nicht mal ruhig spannen kannst du dir. Komm, bleibst du stehen, musst du wieder losfahren. Scheißen Dreck. Bin ich für eine F?
gute Arbeit. Oh, schön drauf, oder? Oh mein Gott. Ah, alles kacke. Quatsch. DAF hatten wir, okay. Dann gehen wir mal LKW-Händler. DAF. Er ist ein DAF. Lol. Ah, 123. Ah, cool. Gut, das heißt, dann können wir es tatsächlich hier schon machen. Bank. Gib mir mal ein paar Tausender. Dankeschön, liebe Bank. Garagenmanager. Die müssen wir upgraden. Dieser Effekt mit den Fenstern, dass es so, ne, versetzt aussieht, ist schon eine sehr interessante Technik, die ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe, vor allem wie es technisch implementiert wird, aber trotzdem geil. Ich meine, dort war es jetzt einfach wirklich nur, dass halt die Textur, die dargestellt wird, je nach Blickwinkel, hast du die Textur einfach in der X, Y und Y Richtung verschoben. Es wird also einfach mit einem Offset gearbeitet. Oder besser gesagt, die Textur wird einfach gescrollt in die entsprechende Richtung. Das ist also schon eine Technik, die gibt schon ewig. Aber es gibt ja auch dieses System weitergehend, wo da also auch zum Beispiel, wenn du die Textur hast und aus einer sehr, sehr starken Blickwinkel guckst, also wenn jetzt, ne, das Fenster von euch aus gesehen und hier hinter ist halt ein Raum, dann siehst du ja von euch aus nur die Rückwand und ein bisschen die Seitenwände und Decken und Boden. Und wenn du dann aber sehr stark von Seite guckst, dann wird wirklich die Seitentextur größer. Und wie das alles dann genau funktioniert, ohne da wirklich ein 3D-Space zu haben, sondern wirklich alles als einzelne Textur, die dann entsprechend verzerrt wird, das ist schon eine kranke Sache, wo ich, wie gesagt, nicht genau weiß, wie es implementiert wird. Was sehr interessant ist. So, wir haben gerade genau Bergen aufgerüstet. Das heißt, brauche ich jetzt. Mal gucken. Was haben wir hier für Lackierungen? Da haben wir doch überall benutzerdefinierte Farben genommen, ne? Ah ne, aber nicht. Ah. Wow. Aber tatsächlich alles Farben, die schon existieren. Cool. Dann brauchen wir jetzt bloß noch blau. LKW-Händler. Was ist das für ein Lied? Hä, wir haben doch blau. Ach ja, ist ja der bei Letty steht. Stimmt, ne, Moment. Dann brauchen wir bloß noch weiß. Die Frage ist, nehmen wir das hier, dieses Silver? Oder wirklich weiß? Nein, ne. Ich glaube, ich gehe mit weiß. In Bergen. Sehr geil. So. Jetzt, LKW-Manager. Standort. Ne, ist der rote. Welcher ist denn Lady? Ach, doch. Ist der rote. Standort ändern. Ab nach Bergen mit dir. Bam. Yeah, Alter. Ganz geile LKWs hier. So, der ist unser Fahrradmanager. Da oben. Ivan, du bekommst den weißen LKW, I guess. Und wer Mats? Hatte gehofft, der andere ist eine Frau.
Der hätte mit dem roten LKW schon gepasst. Ja, egal. Easy. Der freut sich bestimmt auch über den roten LKW. Einfach weil er geil aussieht. Garagemanager. So, jetzt müsste in Bergen. Genau. 5 LKWs, 5 Fahrer. Easy. Ronny, voll rassistisch. Der Schwarze kriegt den weißen LKW. Zufall? Ich glaube nicht. Ja, nee, ist klar. So. Wir haben wieder unsere Garage für uns. Ha? Exklusivität. Kann man sich mit einem gewissen Gehaltsstatus leisten. Ha? Jetzt brauchen wir nur noch einen dritten LKW. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Wobei ich lieber eher mal auf Mitarbeiter gehen sollte. Wir haben gerade mal 3 Garagen. Das ist nicht viel. 15 Mitarbeiter, das ist nicht viel. Ich glaube, bei ATS sind wir schon damals schon 25 oder so. Ich hab halt für meine LKW so viel Geld ausgegeben. Erstens hatte ich ja den hier öfters mal getunt gehabt. Den hier. Da ist natürlich gerade am Anfang, hier ist das sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Ne? Wie sehen eigentlich unsere Mitarbeiter eigentlich aktuell so aus? Fahrer-Manager. Ausgeglichen. Ja, geht langsam. Du kannst besser auch ausgeglichen werden. So. Na, da hört es doch schon auf. Jetzt kommen wieder bemitleidenswerte Fahrer. Du kannst Fernfahrer machen. Doch, kannst auch schon Fernfahrer machen. Du kannst auch Fernfahrer machen. Warum hat der so ein hohes Level? Holy shit, der ist ja komplett out of space. Der Junge, was ist denn los mit dem? Und wenn er aber wahrscheinlich schon so bekommen, sonst hätte der hier niemals hier unten schon viel Level. Müssen wir also direkt so bekommen haben. Martin Pümmelmann. Ich glaube, ich lasse ihn auch erstmal auf Fernfahrt, ja. Macht Sinn. Ja, das ist auch so in Ordnung. Dann haben wir jetzt wieder 11.000. Was nicht viel ist, zugegebenermaßen. Frachtmarkt. Ja. Dann schauen wir mal weiter. 243.000. Leck mich am Arsch. Ich möchte dich. Oh, müssen wir einfach von ganz unten nach ganz oben. Das Problem ist, es sind 3.000 Kilometer. Seht ihr nicht, aber glaubt mir mal bitte. Ja. Das wären also 10 Folgen. Also mir gefällt vor allem die Strecke hier gerade. Wir merken uns das mal. Dann gucken wir mal, ob es noch was anderes Schönes gibt. Das ist auch eine schöne Strecke. Das ist eine relativ langweilige Strecke. Wobei auch eine schöne Strecke. Gut, hier waren wir schon ein paar Mal in letzter Zeit. Das ist eine ganz schlechte Idee. Hier unten ist mir zu viel Maut. Wobei, hier oben ist ja eher Maut, ne? Hier unten geht er eigentlich. Oh, sind alles 5 gute Strecken eigentlich. Medizinischer Impfstoff. Corona ist doch vorbei. Also. Das große. Ganze. Ich meine, preislich machen die oberen Beine hier keinen Sinn. Weil wir haben hier nicht mehr von. Obwohl es wesentlich längere Strecken sind. Ja. Also vor allem die bei dir. Das ist ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, wie waren nochmal die Staffelungen? Karriere, Fähigkeiten war es, glaube ich, ne? Ja. So. Genau, Lieferung bis 1500. Das heißt, bis 1500. Nee. Da, genau, hier unten. 30% bei 1500 ist die letzte Staffelung. Das heißt, alles über 1500 macht finanziell oder bringt finanziell keine Vorteile mehr. So rumformuliert.
Das sieht man auch hier schön. Ne, das war hier die drei, alles über 1500, haben halt alle 77,14, genau komplett gleich bleiben. Und erst ab hier unten, ne, wo es dann nur noch 1300 Kilometer sind, da wird es mit einem Schlag weniger. Hier ist knapp unter 1500. Das ist hier eigentlich eine Strecke, die wir auch gar nicht so oft, so häufig hatten, ne? Warte mal kurz. Ja, eben hier hinten. Hier waren wir noch fast gar nicht. Ja, dann nehmen wir doch die hier. Fahren wir hier unten einmal schön lang. Fahren wir auch mal wieder ein bisschen an Berlin vorbei hier. 1600 Kilometer. Wir haben 12 Stunden Zeit, von da nach da zu kommen. Oder wir machen schneller. Also, ne, ich hatte jetzt. Angenommen, wir hätten jetzt viel gemacht, hätte ich natürlich eine Schnellreise gemacht, klarer Fall. Aber so können wir natürlich sogar fast selber hinfahren. So ein bisschen Speed. Immer dieses Nachladen. Manchmal, wenn es keinen Sinn macht, hat ein Ladescreen, obwohl wir eine Strecke sind, wo wir gerade waren. Und manchmal, so wie jetzt, wo wir uns eine Garage gekauft haben, also die Stelle hier entladen wurde, weil die Stelle mit der Garage kaufen, das gezeigt wurde und geladen wurde. Also wie gesagt, das hier entladen wurde. Da macht er keinen Ladebildschirm, sondern wirft uns in eine Leere, in der die Welt erst aufgebaut werden muss. Das ist so in... Warum diese? So, wie kommen wir hier raus? Kann ich hier rumfahren? Nee, kann ich nicht. Also einmal eine schöne enge Kurve. So. Tausendsieben Kilometer. Biege nach rechts ab. Machen wir es noch in der Folge? Ja. Wow. Schön bunte Blumen. Gefällt mir. Gut, ist ein bisschen sehr low-poly, wobei, naja, also nicht low-poly, sind eh nur Sprites, aber ganz schön niedrig texturiert, die hier vorne vor allen Dingen, die gehen eigentlich, ne? Aber die ist wirklich sehr, da siehst du, dass die Ränder von den Blättern nicht sehr schön aussehen. Aber da sieht doch super bunt aus. Kann man schon machen. Das Gebäude sieht auch sehr schön aus. Naja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links ab. Warum ist da vorne wieder einspurig? So, Kacke. Immer geradeaus. Wow, ich mag Züge. Sehr schnieke.
Ah, da vorne ist schon wieder Elefanten drin. Sehr geil. Ein Glück muss ich eh voll in Pause machen. Gutchen, na dann, ja. Bis zur nächsten Folge.